Moinsen, was ist denn hier los? Österreicher, take everything and give nothing in return. Das gefällt mir. Gute Einstellung. Ich begrüße euch zu High Elo Gaming. Derp. Und bezüglich des Gewinnspiels wird es Samstag die offiziellen Teilnahmebedingungen geben. Gibt es ein kleines Video, in dem ich dann sage, was ihr machen müsst, um teilnehmen zu können. Priestess, Butcher, Ranger, Varg, brauche ich nicht. Polywalk, brauche ich auch nicht. Obwohl, ich könnte Butcher, Priestess gehen, aber es wäre halt... Habe ich Magic Damage, Impact Damage, Pierce Damage, habe ich alles, was ich brauche? Aber sollte ich statt dem vielleicht den gehen? Eigentlich nicht. Nee, brauche ich nicht. So, dann gehen wir in Priestess Start. So seitlich hier. Den Worker. Und Wave 2 gehen wir in Polywalk davor. Das heißt, wir können jetzt nochmal definitiv einen Worker mehr dazu setzen. Das Gewinnspiel. Gewinnspiel, Giveaway, was auch immer. Ich habe jetzt bisher nur einen Kommentar gelesen, der gesagt hat, was ich genau für eine Verlosung machen soll. Und da habe ich mir dann ein bisschen was rausgesucht, weil ich fand sowas wie größter Cent ein bisschen doof, weil dann würdest du einfach ins Classic gehen, bis Wave 20 saven und dann den 10.000er Cent machen. Beziehungsweise würdest einfach Worker prellen, würdest nichts bauen. Und so, ich möchte so ein Spielziel nicht unterstützen. Deswegen habe ich jetzt gesagt... Ah nee, das bekommt ihr Samstag mit. Und schon im Voraus, ihr könnt nur mitmachen, wenn ihr Legion TD2 habt. Oder ich überlege mir nochmal was für die Leute, die kein Legion TD2 haben und trotzdem hier den Kanal zuschauen. Ich mache jetzt hier eine Umfrage, wie das ist mit... habt ihr Legion TD2? Ja, nein. Also von den Zuschauern, die hier dabei sind. Ich schicke auf Rot. Rot ist Fire Element. Will ich auf dem Polywalk einen Butcher Buff haben? Eigentlich nicht, ne? Hier kommt, mache ich den Butcher hier hin. So. Und schick jetzt einen Lizard. Sonstiger Reset, noch ein Worker. Mal gucken, Fire Elemental müsste das jetzt eigentlich liegen. Ja, das liegt einen von den Whale Chiefs. Nee, liegt nur der Lizard, okay. Kann ich mitleben. Ich kann jetzt einen 6. Worker gehen. Weil die Priestess die 3 so hat. Und dann kann ich das Gold, was ich jetzt kriege, saven. Fuck, gonna die 3 because of that. Oh, sorry. Tut mir leid. So, ich kann jetzt nicht setzen, weil ich für die nächste Wave den Butcher brauche. Das heißt, ich muss jetzt das Income saven. Das Gold saven, was ich übrig habe. Könnte jetzt natürlich King Upgrades gehen, aber ich werde auf Fair E schicken. Weil die... Ja... Schauen wir mal. Noch ein 20er Cent. King Upgrades. Er kriegt einen 80er Cent. Fiend, okay, das ist belastend. Ja. Und er kriegt richtig hart auf den Sack. Das tut mir leid. Aber ich glaube, er wäre sowieso gestorben. Kriegt er die Fiend deswegen noch? Nee. Belastend. Aber dann kriegt. Er liegt auch. Yep, GG. Dieses gehen 80er Cent
ist doch richtig wenig mit so langen Leaks. Ich schaffe jetzt nochmal einen Blizzard. Ich komme auch auf meine 150 Gold für den Butcher. Setzen wir den Butcher. Ist halt die Frage, wenn ich den hier hinsetze. Nee, komm, ich geb dem Polywog den Buff mit. Am Ende scheitert es noch daran. Lieber ein Polywog mehr als zu wenig. Schaffen wir noch eine Snail? Oh ja, 100 Cent. Das könnte lustig werden. Er ist in Rockwave gegangen. So, Fire Elemental. Ah, die machen natürlich ziemlich krassen Damage, ne? Ich habe einen 60er Set bekommen, müsste aber mit Butcher eigentlich fein sein. Gehe ich noch einen 7. Worker. Und gibt dann jetzt noch auf der Wave 2 Ranger dazu. Halt die Priestess sich gegen, ist die Frage. Ja, easy. Dann haben wir auch die zwei Ranger drin. Die müssten wir jetzt hier so hinsetzen, damit sie dasselbe Ziel angreifen wie die Priestess. Und gegen Wave 6 setzen wir einen Gral, den wir dann verticken können für einen Sand Badger. Gerade schaffen wir so, können aber keine Worker gehen. Gegen Wave 6. Aber ich habe bisher halt nur Damage, ne? Wenn er jetzt einen 80er Cent machen würde, würde ich das wahrscheinlich sogar lieben. Er macht einen 40er Resend, Dragon Turtle, das ist okay. Und ihr schaut euch das mal an, wie schön die Priestess und die Rangers zusammenarbeiten. Die greifen jetzt immer dasselbe Ziel an. Es sei denn, die Rangers sind komplett behindert. Aber das passt. Ich könnte auch... Ich gehe einen Worker und gehe eine Daphne. Daphne macht ja auch indirekt Tanky. Er liegt sein, kommt der Dino durch? Das wäre natürlich optimal, wenn der Dino durchkommt. Aber der Dino kommt nicht durch. Oh mein Gott, Dino 3 HP. GG. Der 0% Dino. So, dann geben wir hier die Daphne. Die soll möglichst zuerst angreifen. Oder ich schicke auf 7. Lieber 7. Dann schicke ich auf 7 die Mimic. Ein Ranger, zwei Ranger Boss schafft ein Ranger. Okay, das ist interessant. Das wusste ich nicht. Ja, da die 7 mit der Mimic scheint mir eine gute Wahl. Jetzt gehen wir in Sandbatcher. Ja, die Daphne war eine richtige Entscheidung. Die Priestess wird halt endlos tanky dadurch. Ich komme nur auf 85. Da verkaufe ich die Polywogs und gehe den Sandbatcher hier. Mache ich den Ocean Templar hier hin? So, und die Mimic. Und dann können wir jetzt eigentlich zwei Worker gehen, weil er hat ja gerade eben schon geschickt. 40. Jetzt bin ich gespannt, wie die Mimic da durchrasiert. 40er Resend. Oh, er splittet, okay. Für die Mimic gar nicht mal schlecht.
Geld gerade raus, keine Beschwörung rausbekommen. Ja, das wird ein dicker League, die mir kommt durch. Dido. Und die Mimik ist für ihn natürlich ziemlich tragisch, dass sie durchkommt, aber für mich ist es ziemlich egal. Obwohl, will ich den Ocean Templar da überhaupt haben? Gegen 8. Noch eine Daphne? Oder einen Gral hier? Oder einen Ranger? Und einen Worker? Und auf der nächsten Wave dann einen Gral. Oder einen Headchef. Headchef wäre auch drin. Schicke ich auf 9 wieder der Mimic. Ja, 9 wieder Mimic. Rasiert durch. Er ist saved jetzt, ist okay. Auf 10 wird er nicht schicken, er wird versuchen auf 9 zu schicken, deswegen gehe ich glaube ich dann den Headchef, weil der ist jetzt mittlerweile Melee. Und Melee macht gegen 9 ziemlich viel Damage, außerdem ist der Natural, heilt sich hoch und macht Impact Damage, ne? Also nur gute Sachen. So, jetzt fehlen mir 20 Medium. Ah, die schaffen wir locker. So, und wir schaffen den Headchef. Hat 3300 Leben, ist ziemlich tanky, ist gut auf 10, gut auf 11, gut auf 12. 13 ist er gut, erst auf 14 ist er wieder schlecht. Lecker Mimic. Und auf der 10 würde ich dann einfach noch eine Daphne. Oder zwei Daphne und einen Ranger gehen. Er schickt jetzt 160, okay, dann gehen wir jetzt 3 Worker. Und den Sandpatcher, geil. Halt beide gegen. Man schätzt das immer, wie viel Schaden die Priestess auf 9 macht. Ich habe das übrigens zum Placing, ne? Ich habe das so platziert, weil die Priestess und die Daphne dann vorher angreifen können. Bevor die Frontline anfängt zu tanken. Er hat einen Antler gesetzt, okay, der hält. Ich halt nicht. Kriege ich da noch was? Ja, ich krieg noch 2 Carrot Passes. Supply muss ich gehen. Und noch einen Worker kann ich nicht gehen. Ah, es wird King Damage. Ziemlich guter. Der Uga kommt durch. Press the Attack 11. Jo. Kann ich doch noch einen Worker gehen. Soweit, wenn der Uga soweit durchkommt, dann gibt das ordentlich Kohle. 18 Gold. Lecker. 78%, 220. Das ist dann Daphne Ranger. Müsste passen. Ich könnte natürlich jetzt nochmal 2 Polywox gehen. Einfach nur, weil es lustig ist. Sind dann halt nochmal... Müssten 2 Hiebe vom tankten Polywox 2 Hiebe? Das wäre ja eigentlich ziemlich krass, ne? Und wir schicken ja danach. Und wenn er jetzt schickt, gehe ich nochmal 2 Worker. 140, nochmal 2 Worker. Ja genau, schön die Ads rausnehmen, sehr gut. Und jetzt schießen die 2 Daphne und die Ranger auf dasselbe Ziel. Das macht insane Damage, vor allem mit der Priestress. Sehr schön. Und die Frontline wird halt dadurch. Jetzt schauen wir das mal an, ob der... Die halten wirklich 2 Hiebe aus. Das ist ja absolut verrückt. Double Dino. Man, Daphne müssten das eigentlich haben. Wollte ich gerade sagen.
Wäre ziemlich traurig gewesen. So, wir sind auf 16 Workern und die müssten das jetzt eigentlich auch noch haben. Daphne. Und dann gehe ich Press the Attack und ein Hermit. So, jetzt sind wir auf 320. Und dann gehen wir den Ocean Temple hier. Life Rig und so. Auf der Priestess brauche ich das eigentlich nicht. Weil die soll ja Schaden machen und nicht tanken. Und wenn sie tankt, dann ist die Frontline einfach zu schwach. Wobei es natürlich hier effizienter wäre, weil da mehr Einheiten. Ist halt immer so eine Sache, ob ihr jetzt für die Wave stark sein wollt. Wenn ich unbedingt für die Wave jetzt stark sein gewollt hätte, wie sagt man das? Keine Ahnung. Hätte ich die da eingesetzt, weil dann hätten halt drei Einheiten mehr den Buff bekommen. Aber so habe ich halt den Vorteil, dass die Einheit im Late Game besser ist, weil ich dann besseren Einheiten für die Wave den Buff geben kann. So, er schickt nochmal. Das sind nochmal zwei Walker. Sind nicht Press the Attack gegangen, ich denke mal, die sind Allowance gegangen. Gegen 13 würde ich dann die Kingclaw gehen. Oder ich gehe jetzt gegen 12 eine Etheria. Weil die Priestess macht mittlerweile gar nicht mehr so viel Schaden. Und jetzt gerade nur auf der Wave so viel Schaden, weil sie halt Magic Damage gegen Natural Damage ist. Ich glaube, ich gehe einfach mal auf 20 Worker hoch. Weil die leaken das eigentlich da drüben ziemlich deftig. Und ich müsste das hier haben mit Headchef Priestress. Die heilt sie halt um 80 Leben pro Hieb, ne? Ist halt schon saftig. 13. Seidelbast, ich hau mich ab. Hastur. Seidelbast. Darf einen heißen Seidelbast? 184. Nee, ich gehe einfach die. Ach nee, geht gar nicht. Lol. Okay, das ist belastend. Ich glaube, 14 ist zu lang gesaved. Wir müssten auf 13 gehen. 14 hat halt nicht mehr die Spell Resistance, deswegen macht es eigentlich gar keinen. 280, alles klar. Da ist die Mimik. Gut, dass ich noch eine Daphne gegangen bin. Gehe ich nochmal einen Walker mehr. Die Mimik wird rausgenommen, sehr schön. Mimic, Hermit und einen Drachen. Können wir nochmal zwei Walker gehen. Kingclaw müsste auf den nächsten Wave reichen. Ich bin schon auf 343 Income. Meine Fresse. Der Spritzer. Man kann das Spiel auf Deutsch stellen. Warum heißt die Daphne Seidelbast? Warum habe ich das so spät gelesen? Ich finde das lustig. So. Oder die hier. Insaner Damage. Oder. Und dann gehen wir noch einen Ranger. Ja. Und da vorne würde ich tatsächlich noch eine weitere Priestess setzen wollen. Und noch ein Dino. Das haben wir geschickt. Jetzt
480, ja, ist in Ordnung. Er schickt einen 200er Resend mit der Hexe. Das kann er gerne machen. Gut, dass ich da die Kingclaw gegangen bin. Nice Sense. So, mit den Daphnen und der Priestess haben wir eigentlich genug Schaden, ne? Nee, ich lieg das. Aber ich glaube, ich lieg nur einen, ne? Ah, die Frösche sind halt mega nervig. 31%, kommt nur der Hermit durch. Ah, die liegen beide. Bin halt auch leicht undervalue, ne? So, gegen 14 ist halt die Frage jetzt Iron Scales oder Azyria. Resend. Okay. King Ups. Ich gehe für Safety Mode Hermit jetzt, weil er halt nur Magic Damage hat. Dann können wir hier für Azyria und Iron Scales gehen. Sind auf 2800 Value. Sind perfekt für Wave 15 vorbereitet. Gehen dann einfach noch eine vierte Daphne und vier Ranger. Dann haut die Azyria da richtig krass durch. Oder wir gehen einfach nur eine weitere Azyria. Die kostet 190 plus 350. Das hätte man auch im Kopf rechnen können. 540. Jetzt gehen wir Supply. Ja, ist eine Doomsday gegangen. Das habe ich nicht mitbekommen, dass er ein Millennium stehen hatte. Damn. Ich will jetzt einfach auf 17 saven. Auf 15 zu schicken macht eigentlich keinen Sinn, weil da jeder Overvalue geht, um die ziemlich gut zu haben, damit die schnell vorbei ist und man schnell die Double Worker hat. Ich bin auf der nächsten Wave so gut, ich gehe jetzt einfach nochmal 5 Worker. Vor allem hat er gerade eben nochmal 160 geschickt. Ich brauche das Gold jetzt, damit ich... Ich schaffe keine Azyria mehr, ne? Belastend. Verkaufe ich einen Ranger dafür? Ich müsste 2 Ranger dafür verkaufen. Dann lohnt sich das nicht. Gegen 16. Ich könnte jetzt noch eine Kingclaw gehen. Bin ich auf 3200. Noch ein Ranger. Ja, das müsste passen. Bin ich gut gegen 16 mit den beiden Dudes hier. Ja. Siebzehn klingt eigentlich gut, finde ich. Headchef Fokus oder Iron Scales, aber die wird halt gegengeheilt. Schau dir das mal an, der Headchef steht vor der Iron Scales, aber wegen der Positionierung wurde zuerst die Iron Scales gefokust. Finde ich gut. Bleibt der Headchef schön lange am Leben. Braucht noch eine, rein theoretisch noch eine vierte Daphne, um den maximalen Stacks rauszukriegen, aber das lohnt sich erst auf Wave 20 wieder. Deswegen, obwohl auf der Wave sind Daphne auch ziemlich geil. Ich gehe jetzt hier nach Azyria und hier einen Gral. Ja, hier noch ein Gral für die Kingclaw. Ne, obwohl. Drei Double Worker kann man schon machen. Ich bin auf 3800 Value. Definitiv drüber. Daphne Ranger Kombi müsste den Cent auch gut abschwächen können. Und auf 17 könnten wir beenden. 400er Cent, das müssten wir haben.
So, 17. Gegen die Deathcap definitiv ein Hermit, eine Hexe. Oder ein Kraken. Ich schicke einen Kraken. Der macht Impact Damage. Ist gut gegen alles von ihm. Jetzt tankt die Ocean Templar Headchef Azure, die ihren Spell nicht einsetzt. Vielen Dank. Die setzt ihren Spell zu früh ein. Schade. Halten tue ich nicht, aber das ist auch okay. Hält er? Er hält auch nicht, aber das müsste fein sein. 1, 2, 3, 4. Sitzen bin ich auch nicht gut, aber das ist okay. Ich komme mit meinem Income allein schon auf die Value. Und dann schicke ich jetzt noch Mimics. Auch wenn das rein theoretisch gefeedetes Gold ist, ne? Oder ein Packleader. Packleader, komm. Ich glaube, die Boss-Unit, ich glaube, der Kraken zählt als Boss-Unit. Und dann wäre das natürlich ziemlich lustig. Kingclaw. Noch eine Kingclaw schaffe ich nicht. Dann gehe ich den. Und noch zwei Ranger. Sudeli. Noch ein Hermit. Noch ein Dino, meine ich. Schafft man, ne? Ja. Die resenden jetzt. Ja, 260. Aber ich bin Overvalue, deswegen kann ich jetzt mal hier 5 Worker gehen. Und der Kraken wird zwar rausgefokust, aber der hat ziemlich lang getankt. Packleader ist noch voll da. Hermit kriegt keinen Schaden, weil er zu weit hinten steht für die Doomsday. Das müsste ein guter League werden. Bei ihm hier auch? Ja, das ist GG. Headchef Azuria heilen sich gegen. Oh, er hält sogar. Lol. Okay, das habe ich nicht erwartet. Aber 17% hält deren King nicht gegen. Vor allem, die haben ihn nicht gelevelt. Da ist 17 jetzt definitiv zu stark. Ja. GG. Victory. Gutes Game. Hat mir gefallen. Schauen wir mal in die Statistics rein. MVP. Dab. Das war ein Autismus. Ich konnte nicht anders. So, Wellen. Ja. Das ist die Welle von dem, auf den ich geschickt habe, ne? 4800. 253. Warte, wo ich 10 West Value? Ach, das sind die Leaks und die Value, die er durchgelassen hat. Aha. Builds. Schauen wir mal rein. White Main. Ich glaube, da sollte der nächste White Main hin. Lief doch gut. Der Graf ist gut, ja. Gutes Mal. Wie viel Worker hatten die? 41 und 30. Ja. Passt, ne? Bis zum nächsten Mal.